schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 13. und letzten Tag meiner Tour durch den Osten. Ich denke, das Video wird heute ein bisschen kürzer werden, aus zwei Gründen. Erstens ist es bis zum Ende meiner Tour oder bis zum symbolischen Ende meiner Tour nicht mehr weit. Das sind vielleicht noch so 40 Kilometer. Und zweitens ist ja meine Kamera gestern kaputt gegangen. Das heißt, ich muss mit Handy filmen und da muss ich dann noch ein bisschen Strom sparen. Sonst hält das Handy trotz Powerbank und E-Werk nicht bis heute Abend durch. Ja, wie geht's jetzt weiter? Eigentlich ganz einfach. Ich fahre Richtung Westen den Ostseeküstenradweg entlang über Boltenhagen bis nach Travemünde. Ja, mit meiner Kamera ist echt sehr ärgerlich, aber gut, aus Erfahrung wird man klug. So eine normale kleine Kompaktkamera mit Autofokus, wenn der Autofokus auf der Tour 150 Mal am Tag rein, raus gefahren wird, dann ist der irgendwann mal in ein Brötchen. Und dann wird natürlich mit der Kamera auch nicht pfleglich umgegangen. Die landet mal auf dem Boden, auf dem Campingplatz ist Sand und Modder und so. Ich denke mal, irgendwas hat sich da verhakt und ist jetzt einfach kaputt. Gut, was gibt es noch so zu berichten? Nö, eigentlich nichts weiter. Ich schwinge mich jetzt auf den Sattel und dann geht's los. Vielleicht noch kurz zum Wetter. Also heute soll es, glaube ich, trocken bleiben. Vielleicht ab und an mal ein Schauer, aber nicht dieser Dauerregen wie gestern. Ja, und das ist ja im Grunde genommen eine ganz gute Bilanz von 13 Tagen. Einen Tag halt mit Regen. Ich denke, da kann man mit leben. Ist natürlich schade, dass es gestern war. Ich war gestern um 3 Uhr hier auf dem Campingplatz und hätte eigentlich sehr gerne den Tag hier am Strand verbracht oder den Nachmittag. So habe ich bei Regen im Zelt gehockt und einfach mal den ganzen Nachmittag gelesen. Handy aus, um Strom zu sparen. Ja, das war auch ganz, ganz entspannend mal. Manches hat die Wende nicht überlebt. Man sieht immer wieder Bauruinen, oder was heißt Bauruinen? Alte... Hier in Boltenhagen am Strand wird schwer gebaut. Ja, ich weiß gar nicht, ob man sich hier schon irgendwie auf den steigenden Meeresspiegel vorbereiten möchte, um das alles hier so ein bisschen zu erhöhen oder einfach nur eine neue Promenade hier hinzimmert. Ja, es ist noch sehr früh und leider hat die Bude hier noch zu. Mir fällt gerade auf, auch nach 30 Jahren habe ich es immer noch nicht geschafft, einmal den Ostklassiker zu essen, eine Soljanka. Mal sehen, ob ich heute noch die Gelegenheit dazu habe. Ich glaube aber nicht mehr. Obwohl es im Allgemeinen doch noch recht frisch ist, habe ich jetzt mal die Regenjacke ausgezogen. Denn unter so einer Plastikjacke herrscht immer so ein fieses, schwitziges Klima. Ja, Boltenhagen habe ich hinter mir gelassen. Weiter geht's durch die Pampa. Nichts ist wichtiger als eine Struktur im Tag zu haben. Auch bei Kühen. Jetzt könnte ich natürlich das Zoom der anderen Kamera gut gebrauchen. Aber hier mit Blick auf die Fähre lässt sich auch gut
die Frühstückspause machen, die zweite. Ist ein ganz schönes Plätzchen hier. Ne? So, setze ich mich mal hin, esse ein Teilchen, genieße die Aussicht aufs Meer. Schön. Hier an der Stelle hat man mal die Möglichkeit, runter zu gehen zur Ostsee. Ja, das mache ich mal. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Nur das Hochkommen scheint sich schwierig zu gestalten, aber dafür haben die hier so einen, ja, wie nennt man das, einen Seil gespannt. Sag mal, Dorothea Sophie, sind denn eigentlich wieder deine Schuhe? Ich hab keine Ahnung, Mami. Das Wetter wird immer besser. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Kurz vor Ende der Tour noch einmal Kornblumen. Komm, einmal noch. Hier in Prival an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein endet nun meine Radtour durch den Osten. 13 Tage, ja super, von denen waren 12 ohne Regen, was will man mehr? Ne? Tolle Landschaften habe ich auch gesehen, der unterschiedlichsten Art, Flussradwege waren dabei, Ebenen, der Spreewald hat mir gut gefallen, das Oderbruch. Oder auch die vielen Wälder an der Müritz oder in der Schorfheide. Ja, jetzt krönender Abschluss hier an der Küste. Ist immer schön, wenn man an der Küste ankommt. Das ist nochmal so ein ganz besonderes Highlight. Ja, ich radel jetzt noch ein bisschen privat weiter. Ich habe noch 2 Tage. Guck mir hier noch ein bisschen in Schleswig-Holstein was an. Und überlege vielleicht dabei, was man als nächste Tour anstellen kann, denn es gibt noch so viel zu sehen. Also rauf auf die Sättel, bleibt gesund und bis demnächst. Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Du hast den Farbfehler.
Freundschaft ist auch.